Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir melden uns hier von der Homepage der Firma Fixkraft live für Sie unter www.team-fixkraft.at. Wie Sie alle mitbekommen haben, ein neues Team wurde gegründet von Ingenieur Josef Wimmeder. Und hier einer jener Protagonisten im Springsattel, die Mitglied sind im Team Fixkraft, Maximilian Schmidt. Maxi, stell dir mal kurz vor, wo kommst du her, was machst du, was sind deine Erfolge und deine Pferde? Also ich komme von Utting am Ammersee und wir haben eine eigene Anlage mit ungefähr 35 Pferden, aber sind auch Einsteller dabei. Und ich gehe noch zur Schule in die 12. Klasse, Gymnasium. Und nebenbei reite ich eben, das ist mein Hobby, möchte es eigentlich später nach der Schule einmal austesten, sage ich mal, ob es mir gefällt und das vielleicht sogar auch als Beruf machen. Und ja, ich muss sagen, neben Reiten mache ich eigentlich so viel wie gar nichts. Also so eine andere Sportart oder so, der Ausgleichssport gibt es bei mir nicht. Was sind die größten Erfolge bislang von Maximilian Schmidt, außer die Mächtigkeitserfolge am Salzburger Boden bei dem Papas Amadeus Horse Indoors, als auch bei den Outdoors? Ja gut, ich konnte in den iCup-Prüfungen schon zwei oder dreimal ein Zwei-Sterne-S gewinnen. In Donaueschingen zum Beispiel ein Zwei-Sterne-S, das war so ein Master-League-Springen. Dann auf der deutschen Meisterschaft war ich bei den Junioren einmal Dritter und zweimal wurde ich bayerischer Meister. Ja, das waren eigentlich so meine größten Erfolge bisher. Jetzt hast du die ganzen großen Erfolge angesprochen, aber der Name Familie Schmidt ist ja ganz eng verbunden auch mit der erfolgreichen Pferdezucht. Noltes Küchengirl zum Beispiel stammt ja aus eurer Zucht. Wie hat es der Maxi Schmidt so mit den jungen Pferden aus der eigenen Zucht, mit der Ausbildung? Ist das auch eine Herausforderung? Ja, auf jeden Fall eine Herausforderung, wobei ich jetzt für die jungen Pferde leider nicht so viel Zeit habe. Und auch die Turniere, die ich reite, da kommen die jungen Pferde oft auch zu kurz. Und ich muss aber sagen, wir haben gute junge Pferde, die nachkommen und auch aus der gleichen Mutter wie von Noltes Küchengirl. Zum Beispiel mein bestes Pferd Kuku ist auch ein Halbgeschwister zu Noltes Küchengirl, gleiche Mutter, anderer Vater. Und Lord Sky zum Beispiel ist ein Vollbruder zu Noltes Küchengirl. Und sonst haben wir auch noch gute junge Pferde, die nachkommen. Jetzt bist du Mitglied im neu formierten Fixkraft-Team. Das sind ja Top-Namen darunter, auch wie ein Stefan Eder. Aber auch zahlreiche junge Reiter wie eine Julia Schönhuber, eine Bettina Heiden oder auch eine Stefanie Bissern aus dem österreichischen Lager. Wie ist dazu gekommen, dass Maximilian Schmidt in das Fixkraft-Team berufen wurde? Und was zeichnet ihn jetzt aus, also jene Mitgliedschaft, was hat er für Ziele? Ja gut, wie genau es dazu kam, also ich wurde angesprochen, ob ich in dem Fixkraft-Team Mitglied werden möchte und ich glaube, dass wir schon länger davor auch Futter von Fixkraft hatten und wir sind auch sehr zufrieden mit dem Futter und dass jetzt daraus auch eine Mannschaft oder ein Team entstanden ist, finde ich auch eine super Idee. Und auch, dass es eben, dass Profis drin sind, sowie auch Amateure oder eben auch Jugendliche und Ältere. So die Mischung finde ich auch nicht schlecht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es vorab mal vom ersten Mitglied hier im Fixkraft-Team, Maximilian Schmidt.